erhöhen, Drucksache 6/5431. Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete Herr Saalfeld für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt drei Wege, Nachwuchskräfte für den Lehrerberuf zu gewinnen. Entweder wir bilden unseren eigenen Lehrerbedarf aus oder wir werben fertig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern an oder wir greifen auf Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung zurück. Die Quereinsteiger sollten die Ausnahme bleiben. Ich glaube, da sind wir uns hier eigentlich alle einig. Erfolg versprach sich der Bildungsminister mit der Anwerbung von Lehrkräften aus anderen Bundesländern. Seit vorgestern wissen wir, dass seine Lehrerwerbekampagne ein Schuss in den Ofen war. Auf eine kleine Anfrage meiner Fraktionskollegin Ulrike Berger antwortete der Bildungsminister, dass aktuell 200 Referendariatsplätze bei der letzten Ausschreibung für den 1. August nicht besetzt werden konnten, weil schlicht keine einzige zulassungsfähige Bewerbung dafür eingegangen ist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, was nun? Bleibt ja noch die naheliegendste Lösung bzw. der von mir vorhin genannte dritte Weg für unser Nachwuchsproblem. Wir bilden einfach genügend Lehrerinnen und Lehrer für den Eigenbedarf aus. Damit könnten wir das Problem lösen. Was sich schlüssig und vernünftig anhört, ist aber noch lange nicht Praxis in Mecklenburg-Vorpommern. Wir steuern, meine sehr geehrten Damen und Herren, derzeit regelrecht auf einen Lehrernotstand zu. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Lehrerbedarfsprognose der Landesregierung geht davon aus, dass wir ab dem Jahr 2020 bis zu 800 neue Lehrkräfte pro Jahr einstellen müssen, pro Jahr, um die anstehenden Verrentungen zu kompensieren. Das heißt, der Einstellungsbedarf vervielfacht sich in den nächsten Jahren. Und obwohl das so ist, wurden die Lehramtskapazitäten an unseren Hochschulen in den aktuellen Zielvereinbarungen nicht etwa erhöht, sondern sie werden ab 2018 sogar sinken. 120 Studienplätze sollen ab 2018 wegfallen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie jetzt verwundert sind, warum die Landesregierung sehenden Auges ihren Lehrernotstand selbst herbeiführt, dann haben Sie genau den Grund erkannt, warum wir Grüne heute hier mit einem Antrag im Landtag stehen. Spätestens ab heute kann keiner der hier anwesenden Fraktionen behaupten, von diesen anstehenden Problemen nichts gewusst zu haben. Wir Grüne setzen uns mit dem vorliegenden Antrag für höhere Ausbildungskapazitäten und bessere Studienbedingungen beim Lehramtsstudium ein. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Hochschulen dafür zusätzlich finanziell ausgestattet werden müssen. Und wir bitten hierfür um Ihre Unterstützung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Lehrerbildungsgesetz enthält eine klare und kluge Vorschrift. Im Gesetz heißt es unter Artikel 1 Absatz 3, die Ausbildungskapazitäten für Lehrerinnen und Lehrer an den Hochschulen müssen mindestens den Landesbedarf abdecken. So steht es im Gesetz. Der Bildungsminister hält sich aber nicht daran. Die Diskrepanz zwischen Bedarf und Ausbildung ist zum Teil dramatisch. In den nächsten Jahren brauchen wir zum Beispiel bis zu 200 neue Grundschullehrkräfte pro Jahr. Zurzeit haben wir im Lehramt Grundschule pro Jahr aber nur rund 60 Absolventinnen und Absolventen. Und die Ausbildungskapazitäten sollen, wie gesagt, sogar noch sinken. Bis zur Ausbildung von 200 Grundschullehrkräften pro Jahr, wie es das Gesetz vorschreibt, ist es also noch ein weiter Weg bei nur 60 Absolventinnen und Absolventen. Und wie viele haben sich im Lehramt Grundschule zum 1. August auf die 80 Referendariatsplätze beworben? 47 aus ganz Deutschland, trotz gigantischer und groß gefeierter Werbekampagne des Bildungsministers. Er hat bloß völlig unterschätzt, dass auch andere Bundesländer junge Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Werbekampagne werden wir unseren Lehrerbedarf in den nächsten Jahren also nicht einmal annähernd decken. Und genauso prekär sieht es im Bereich der Sonderpädagogik aus und im Lehramt regionale Schulen. Einzig beim Lehramt Gymnasium ist die Situation entspannter. Man könnte fast sagen entspannt. Dieses Nachwuchsproblem gibt es auch deshalb, weil das Bildungsministerium ganz offiziell mit völlig unrealistischen Zahlen kalkuliert. Das Bildungsministerium nimmt zum Beispiel an, dass 81% der Erstsemester, also 4 von 5 Erstsemestern, im Lehramt Grundschule am Ende auch als voll ausgebildete Lehrkräfte in unserem Land eingestellt werden. 80%.
Angesichts der Studienabbruchquoten und der Abwanderungen sind das absolute Fantasiezahlen. Wir können zurzeit froh sein, wenn am Ende nicht 80%, sondern vielleicht 40% der Erstsemester an unseren Grundschulen landen. Der Bildungsminister hat allerdings in seiner Pressemitteilung von diesem Mittwoch klargemacht, wo er die fehlenden Lehrkräfte herbekommen will. Aus den westdeutschen Bundesländern. Denn diese hätten angeblich starke Überkapazitäten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist russisches Roulette in der Bildungspolitik. Denn wenn wir uns die aktuellen Prognosen der Kultusministerkonferenz für die Länder ansehen, dann sieht es überhaupt nicht so rosig aus. Im Bereich Gymnasium, das stimmt, da bilden die westdeutschen Länder mehr aus, als sie brauchen. Da brauchen wir aber selbst gar keine Lehrer, denn dort bilden wir selbst am meisten aus. Bei den anderen Schularten, die wir dringend brauchen, sieht es schon anders aus. In der beruflichen Bildung gibt es keine deutschlandweiten Überkapazitäten. Im Lehramt Sonderpädagogik haben die westdeutschen Länder sogar einen deutlich höheren Einstellungsbedarf, als dort ausgebildet wird. Für den Osten gilt das sowieso, weil alle ostdeutschen Länder praktisch gleichzeitig in die Rentenwelle schlittern. Für das Referendariat im Lehramt Sonderpädagogik hatten wir zum 1. August nur 37 Bewerbungen für 73 Stellen. Und was in den ganzen Prognosen noch gar nicht enthalten ist, ist der zusätzliche Lehrerbedarf für die Flüchtlinge. Gerade in westdeutschen Bundesländern werden dafür Tausende zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer gesucht und auch eingestellt. Deswegen ist es unverantwortlich, sich hier auf vermeintliche Überkapazitäten im Westen zu verlassen. Und ja, wir verbeamten jetzt und das hat unsere Chancen verbessert. Aber wir sind doch nicht das einzige Bundesland, das seine Lehrerinnen und Lehrer verbeamtet. Und der bundesweite Wettbewerb um die Lehrkräfte wird in den nächsten Jahren sehr viel massiver sein als im Augenblick. Und schon heute braucht Mecklenburg-Vorpommern eine millionenschwere Lehrerwerbekampagne, obwohl der Bedarf derzeit doch eigentlich noch überschaubar ist. Warum? Weil das Land in den letzten Jahren schon nicht vernünftig vorgesorgt hat. Und diesen Fehler begeht die Koalition nun schon wieder. Aber der Bedarf schießt diesmal völlig durch die Decke. Irgendwann, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss man aus seinen Fehlern auch einmal lernen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir Grüne fordern deshalb mit unserem Antrag zunächst einmal etwas ganz Einfaches. Wir wollen, dass das Lehrerbildungsgesetz eingehalten wird. Wir wollen unseren eigenen Lehrerbedarf ausbilden. Und dafür müssen die Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen nicht gesenkt, sondern für fast alle Lehrämter deutlich erhöht werden. Im Übrigen, an den Bewerbungen für die Studienplätze mangelt es derzeit nicht. Das Problem haben wir nicht. Nein, da schauen Sie sich die Bewerbungszahlen an, das ist Quatsch, was Sie da erzählen, Herr Butzki. Dabei ist natürlich klar, dass nicht alle hier fertig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer dann auch bei uns bleiben. Einen gewissen Austausch und einen gewissen Schwund wird es immer geben. Herr Butzki, wir haben sicherlich in einigen Studienfächern weniger Bewerber als in anderen, aber vielleicht setzen wir dort mal eine Werbekampagne ein, um diese Ströme besser zu steuern. Also. Aber eines steht fest, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lehrkräfte, die bereit sind, in zum Teil abgelegene ländliche Regionen zu gehen, kommen bestimmt nicht aus Hamburg, München und Stuttgart, sondern es sind eher diejenigen, die in diesen Regionen auch aufgewachsen und ausgebildet wurden und dort ihre sozialen und familiären Wurzeln haben. Mehr Studienplätze allein reichen aus unserer Sicht nicht aus. Das gebe ich gerne zu. Wir glauben, es müssen auch mehr Erstsemester als bisher den Weg bis zum ersten Staatsexamen überhaupt schaffen. Die Studienabbruchquoten sind in Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich sehr hoch. Bei der Lehramtsausbildung gilt dies im besonderen Maße. Wir können es uns einfach nicht leisten, so viele Lehramtsstudierende zu verlieren wie derzeit. Darum brauchen wir dringend eine bessere Betreuung und eine praxisnähere Ausbildung. Wir Grüne hatten hier im Landtag im Übrigen schon einmal einen Antrag für ein Praxissemester eingebracht. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen vielleicht auch noch darüber reden, ob die Ausbildungsstruktur und die Studiumsinhalte wirklich den Anforderungen für den Lehrerberuf optimal entsprechen. Andere Bundesländer gehen da ganz andere, schulorientiertere Wege. Und schließlich müssen wir dafür sorgen, dass möglichst viele der erfolgreichen Absolventen dann auch den Vorbereitungsdienst in Mecklenburg-Vorpommern antreten. Da gibt es immer noch zu viele ärgerliche und unnötige Reibungsverluste. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Der Prüfungszeitraum für die erste Staatsprüfung im Bereich Grundschulpädagogik an der Universität Rostock war in der zweiten Maihälfte diesen Jahres. Bewerbungsschluss für den Vorbereitungsdienst war aber Mitte April. Das heißt, die Absolventen hängen fast ein halbes Jahr in der Luft,
für den nächsten Einstellungstermin. Sie wissen ja auch nicht, ob Sie zum nächsten Einstellungstermin überhaupt genommen werden und bewerben sich deshalb erst einmal woanders. Und im Übrigen werden Sie vom Arbeitsamt auch noch dazu gezwungen, sonst kriegen Sie kein Geld. Sie müssen sich irgendwo bewerben, damit Sie Geld bekommen. Was für ein Unsinn. So verprellt Mecklenburg-Vorpommern viele Absolventinnen und Absolventen. Wir sind der Meinung, wer hier seine erste Staatsprüfung erfolgreich ablegt, muss einen nahtlosen Übergang zum Vorbereitungsdienst erhalten. Das ist rechtlich machbar. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es gibt natürlich noch weitere Instrumente, die für die Deckung des Einstellungsbedarfs wichtig sind. Was ist zum Beispiel mit der Attraktivität des Lehrerberufes, mit der Höhe der Pflichtstundenzahlen, mit der ungerechten Bezahlung der Grundschullehrerkräfte? Ja, alles wichtig, können wir heute auch drüber reden. Wir haben aber erstmal dort angefangen, wo es beginnt, das Problem, nämlich bei der Lehramtsausbildung. Alles Weitere bespreche ich dann in der Aussprache. Ich danke Ihnen bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Saalfeld.